bringt uns zum Tagesordnungspunkt 19, Bebauungsplan am ehemaligen Gleisbogen Hansastraße. Da haben wir Anträge von Grüne und Linke, die könnten eingebracht werden, wenn das gewünscht ist. In der Fraktionsrunde sagt Linke, bei den Grünen auch in der Fraktionsrunde? Ja, Linken auch. Dann wären wir zunächst beim Rederecht, was vereinbart worden ist. Und Herr Lenk, sind Sie da? Bitte schön. Dann dürfen Sie nach vorne. Sie haben, wie jeder Stadtrat auch, 5 Minuten Redezeit. Herzlich willkommen in unserem Kreis. Und dann starten wir, damit Sie schon vorbereiten können, in die Fraktionsrunde. Es beginnt SPD-Fraktion. Herr Lenk, aber jetzt erstmal Sie. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank für die Redemöglichkeit heute Abend. Mein Name ist, wie gesagt, Stefan Lenk und ich spreche heute stellvertretend für die Bürgerinitiative Lößnitzstraße. Zu Beginn möchte ich betonen, dass wir als Bürgerinitiative keine grundsätzlich ablehnende Haltung gegenüber dem vorliegenden Bauprojekt haben. Den aktuellen Entwurf lehnen wir in dieser Form allerdings ab. Die klimapolitischen Ziele der Stadt Dresden und das Bedürfnis nach Wohnraum müssen besonnen, abgewogen und im Bebauungsplan berücksichtigt werden. Dies ist jedoch trotz der Anpassung am Bebauungsplan nicht im notwendigen Umfang erfolgt. Und dies eben trotz aller bisher vorgetragenen Einwendungen sowie der faktenbasierten Einwände des Umweltamtes. Das Ergebnis der Abwägung zu den mehreren hunderten Einwendungen aus den beiden Offenlagen ist nicht zufriedenstellend. Die Begründungen zu kritischen Punkten nicht akzeptabel und teils bewegen sich die Begründungen unserer Wahrnehmung bewusst im Graubereich. In der Vorlage auf Seite 4 wird unter dem Punkt Klimacheck auf die Auswirkungen auf das Stadtklima wie folgt eingegangen. Es ist von einer erheblichen Verschlechterung der mikroklimatischen Situation auszugehen. Dies widerspricht den klimaökologischen Planungszielen erheblich. Selbst eine vom Bauträger beauftragte Landschaftsarchitektin äußerte sich jüngst in der Presse wie folgt: Ein Bauprojekt, bei dem so viel Grün verschwindet, würde heute wohl nicht mehr konzipiert werden. Zu ihrer Einordnung: Von über 240 Bäumen sollen lediglich 21 Bäume stehen bleiben. Im Bewusstsein der Tatsache, dass der Bau in diesem nachweislich als sehr warm bekannten Stadtviertel für eine weitere Erhitzung und eine noch schlechtere Durchlüftung sorgen wird, werden die Bedenken der Öffentlichkeit mit dem Verweis auf die bereits vorgenommenen Veränderungen am Bebauungsplan nicht weiter beachtet. Es wird zudem argumentiert, dass unter Berücksichtigung des städteplanerischen Entwurfs eines Gründerzeitquartiers weitere Maßnahmen nicht möglich seien. Wie lebenswert eine Stadt ist, wird aber nicht aus der Vogelperspektive oder durch Symmetrie von Bauwerken auf einem Blatt Papier entschieden. Im Vordergrund stehen heutzutage viel mehr Eigenschaften wie Resilienz gegen Wärme oder Grünflächen, die zur Erholung und Abkühlung dienen und die auf längere Zeit ein attraktives und lebenswertes Wohnumfeld formen. Ich frage Sie direkt, welche Interessen wiegen denn aktuell am meisten? Wollen wir eine Stadt, die im Innenbereich um jeden Preis Wohnraum schafft? Ist die Einhaltung und Verwirklichung von stadtplanerischen Vorgaben à la Quartierbebauung so gewichtig? Oder wollen wir als Stadt ein Wohnviertel lebenswerter machen, beziehungsweise die Lebensqualität zumindest erhalten, und zwar für viele Generationen? Um nun wieder den Faden zur eingangs geäußerten Kritik am Entwurf aufzunehmen, der Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung bedeutet nicht, dass die Innenstädte nur verdichtet werden, sondern es soll unter Berücksichtigung aller Aspekte eine Entwicklung des Städtebaus stattfinden. Die im Planentwurf vorgesehenen Gebäude MU3 und MU2 dürfen in dieser Form nicht verabschiedet werden. MU3 darf nach unserer Meinung grundsätzlich nicht gebaut werden und MU2 muss an seiner Südostseite bis zur Baumkante reduziert werden. Die heutige Entscheidung wird die Lebensbedingungen im Viertel für die kommenden Jahrzehnte maßgeblich beeinflussen. Sie treffen hier heute eine Entscheidung, die Auswirkungen auf mehrere Generationen haben wird.
Und diese Entscheidung lässt sich dann nicht mehr so einfach wie beispielsweise eine Finanzfrage im nächsten Jahr wieder korrigieren. Bitte stimmen Sie gegen den Entwurf und setzen Sie sich für eine Änderung des Bebauungsplanes, wie vorgetragen, ein. Und denken Sie bitte daran, Sie sind in der folgenden Abstimmung nicht nur Ihrer Fraktion, sondern auch Ihrem Gewissen verpflichtet. Vielen Dank. Herr Eiler, Zuneigung zu dem gesprochenen Wort des Redners hier unten, aber Beifallsbekundungen sind ausschließlich und Missfallensbekundungen dem Auditorium als Stadträte zulässig. Insoweit bitte ich das im Weiteren darauf zu achten und zu unterlassen. Wir steigen ein in die Fraktionsrunde und es beginnt die SPD-Fraktion. Herr Engel, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, um was geht es bei dem Gleisbogenprojekt? Das Gleisbogenprojekt beschäftigt den Bauausschuss und auch den Stadtrat ja schon seit einiger Zeit. Es gab vor, ich glaube, 6-7 Jahren ein relativ ausführliches Wettbewerbsverfahren mal zu dem Thema, wo ein städtebaulicher Entwurf ausgewählt wurde, der auch bis heute Grundlage für diese Planung ist. Und dieser Entwurf hat dann auch die ganz üblichen Gremienschritte auch in einem Verfahren durchlaufen, zumeist mit relativ breiten Mehrheiten, oft auch einstimmig. Wir sprechen über ein Projekt, wo es um 220 Wohneinheiten auch geht, also zwar zumindest die Zahl, die mal so im Raum stand, davon 44 Sozialwohnungen. Es ist einer der wenigen Orte in Dresden, wo im Moment überhaupt noch im Raum steht, dass in näherer Zeit mal mit Wohnungsbau begonnen wird. Das ist eine Thematik, die man, glaube ich, bei der ganzen Diskussion nicht aus dem Blick verlieren sollte. Und es ist durchaus auch ein Areal, wo eine gewisse Nutzungsmischung ja auch vorgesehen ist. Wohnen, Einzelhandel, ein großer kommunaler Spielplatz, wir finden eine Lösung für den Lokschuppen. All das sind Aspekte, die man durchaus auch mit diesem Projekt auch verbinden kann. Wir beurteilen das SPD-Fraktion auch differenziert. Das Projekt hat zweifelsohne positive Seiten. Hat eine sehr, sehr zentrale Lage. Es gibt wahrscheinlich kaum einen Wohnstandort in Dresden, der besser mit dem öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen ist wie dieser Standort. Und ich sage mal so, wenn wir über Mobilitätswende reden, hat sowas natürlich auch Wechselwirkungen. Und man muss ganz offen sagen, die Planung hat sich natürlich auch verbessert. Wir haben beim Thema Fassadenbegrünung Fortschritte gemacht. Wir haben beim Thema zusätzliche Baumstandorte Fortschritte gemacht. Die verkehrliche Erschließung, da wurde auch ganz erheblich nachgearbeitet. Ein Baukörper an der Lößnitzstraße wurde deutlich auch nochmal in seinem Umfang minimiert, um dort auch Bestandsgrün auch zu erhalten. All das waren Aspekte, wo die Planung wirklich auch nochmal substanziell fortentwickelt wurde. Und wir sind auch beim Thema Lokschuppen natürlich vorangekommen. Ich will an der Stelle aber auch sagen, die Planung hat natürlich auch ihre Schattenseiten. Es gibt eine große Zahl an Bäumen, die dieser Planung auch zum Opfer fällt. Die Zahlen wurden hier schon auch genannt. Und ich glaube, wir stehen jetzt als Stadtrat vor einer Entscheidung, die, glaube ich, auch nicht ganz einfach ist. Weil wenn man sich die städtebauliche Planung anschaut, sieht man, das wohnt dem Entwurf bis zu einem gewissen Grade inne. Man hat sich damals im städtebaulichen Entwurf nämlich dafür entschieden, den Bahndamm zum Beispiel auf der Südseite des Areals komplett abzutragen. Der städtebauliche Entwurf funktioniert nur, wenn man das komplett abträgt. Und wenn man sich für dieses Modell eines Gründerzeitquartiers entscheidet, kann man natürlich auch Baukörper nicht beliebig verkleinern. Und das ist ein bisschen die missliche Situation, vor der wir hier natürlich auch an dieser Stelle gerade stehen. Ich hätte tatsächlich an dieser Stelle zwei Rückfragen an die Stadtverwaltung, an Herrn Kühn. Das ist zum einen, in dem linken Änderungsantrag ist ja formuliert, dass der Block C MU3 gestrichen werden soll. Welche Auswirkungen hätte diese Streichung tatsächlich auf das Verfahren? Wir bewegen uns ja jetzt hier auf Ebene des Satzungsbeschlusses. Was würde das rein zeitlich für das Projekt insgesamt auch bedeuten? Und zum Zweiten würde ich Sie darum bitten, vielleicht nochmal im gebotenen Umfang der Öffentlichkeit zu erklären, wie jetzt der Verfahrensstand beim Thema Lokschuppen und Motormikten auch ist. Uns ist das zugegangen, meines Wissens nicht öffentlich. Ich will daraus jetzt hier nicht offensiv zitieren, aber vielleicht können Sie nochmal darstellen, wie da jetzt der konkrete Stand ist, wie man sich da einig geworden ist.
Die Planung löst bei uns als SPD-Fraktion keine Begeisterungsstürme aus, aber aus unserer Sicht ist es auch zentral, hier zu einem Ergebnis zu kommen, was nicht nur in einem Beschluss besteht, sondern auch darin, dass ja am Ende baulich auf die eine oder andere Art und Weise etwas passiert. Vielen Dank. So, wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, freie Bürger? Nein. Mit Dissidenten? Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitteschön. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich bin mir sicher, einige gucken zu. Lassen Sie mich beginnen mit den Worten, dass ich jetzt nicht für die Dissidenten als solche spreche, sondern als Martin Schulte-Wissermann, Pirat, denn wie es manchmal so ist, haben wir leicht unterschiedliche Positionen innerhalb der Fraktion, aber das ist ja nicht weiter schlimm. Heute, meine Meinung, heute ist ein ziemlich trauriger Tag für die Stadtentwicklung. Heute ist ein ziemlich trauriger Tag für die Verkehrsentwicklung in Dresden. Und heute ist auch ein ziemlicher trauriger Tag für den Stadtrat und für das exklusive Recht des Stadtrats, die kommunale Planungshoheit zu haben. Was heißt das? Kommunale Planungshoheit heißt, dieser Stadtrat entscheidet bei Bebauungsplänen, bei allem, was größer ist als 3-4 Häuser, wie gebaut wird, was gebaut wird und was nicht gebaut wird. Und wenn man dann so einen Bebauungsplan, wie wir ihn jetzt hier vorhaben, aufstellt und dann am Ende beschließt, dann kommt immer, es wird dann immer so gesagt, ja, ein Abwägungsprozess. Ein Abwägungsprozess, manchmal ist der Abwägungsprozess auch schwierig. Es ist natürlich auch schwierig, ja, wir kriegen Häuser, wir verlieren Bäume. Das heißt, Menschen können wohnen, das ist gut, aber hier Mikroklima, Überwärmung, Natur, das ist schlecht. So, muss man abwägen. Wir haben natürlich eine massive Entwicklung direkt im Herzen der Stadt neben dem Bahnhof. So, dafür haben wir aber wahrscheinlich keine in dem Maße Bautätigkeit für diese Wohnungen, die da entstehen, im Umland. So, das muss man gegeneinander abwägen. Man muss die Interessen des Investors oder der Investorin abwägen mit dem Gemeinwohl. Abwägen ist also bei einem Bebauungsplan eine ganz normale Sache und dass man am Ende nicht allen zufriedenstellen kann, ist ja irgendwie klar. Was man aber nicht machen kann und deswegen ist es ein trauriger Tag für die Stadtplanung, die Verkehrsplanung und für diesen Stadtrat, was man nicht machen kann, ist so mir nichts, dir nichts über einen bereits gefassten Stadtratsbeschluss einfach hinweggehen. Und dieser Stadtrat hat nun mal vor einigen Jahren das Radverkehrskonzept beschlossen. Im Radverkehrskonzept steht drin, Maßnahme 736, also viele von Ihnen hier haben damals auch die Hand gehoben dafür. Der Stadtrat ist dafür verantwortlich und da steht drin, dass wir eine komfortable, sichere und schöne und schnelle Überquerung der Hansastraße an dieser Stelle bekommen, also Brücke. So. Das steht da drin. Und warum ist das wichtig? Das ist wichtig, damit die Leute aus der Neustadt schnell zu Fuß und mit dem Fahrrad an die Elbe kommen können. Das ist wichtig, damit der geplante Radschnellweg von Radebeul nach Klotzsche, dass der ein ganz wichtiges, zentrales Netzelement, heißt das, also dass er durchgängig ist. So. Und das ist also jetzt in den Planungen, man hätte es machen können, man hätte es verankern können, man hat aber einfach gesagt, nö, das interessiert uns nicht. Investor hat ganz am Anfang gesagt, nö, habe ich keine Lust, das mache ich nicht, zahle ich nicht für. So, und da ist halt jetzt die Abwägung zwischen Investoreninteresse und Gemeinwohl, Allgemeininteresse schiefgegangen. Und was haben wir jetzt? Wir haben ein, nennen wir es einfach mal halbwegs schönes, dann Wohngebiet mit einem ziemlich schönen Sträßchen zwischendrin, einen Radweg, ja, da kann man dann von der Neustadt aus schön losradeln und meandert dann durch dieses Gebiet. Man freut sich seines Lebens und dann zerschellt man an der Hansastraße. Man zerschellt, man fährt davor und man kann eigentlich weder links nicht rechts und geradeaus erst recht nicht. Und das ist nicht gut. So, und deswegen finde ich diese Sache einen wirklich traurigen Tag eigentlich. Wir hätten die Chance gehabt, hier etwas zu tun, was kohärent mit dem Radentwicklungskonzept ist. Man hat sich entschieden, das einfach sozusagen überhaupt nicht zur Kenntnis zu nehmen, sich überhaupt nicht darum zu kümmern. Und deswegen werde ich diesen Bebauungsplan ablehnen. Dankeschön. Als nächster Redner für die AfD-Fraktion, Herr Laczynski.
Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Der Bebauungsplan zum Gelände am Gleisbogen Hansastraße begleitet den Bauausschuss ja nun schon seit mehreren Monaten sehr intensiv und auch sehr regelmäßig. Mit dem heutigen Satzungsbeschluss, so zumindest die Vorstellung der Verwaltung, soll diese Begleitung nun zum Abschluss gebracht werden. Wie so oft hat die bauliche Gestaltung im Zuge dieser Begleitung eine Entwicklung genommen. Wie so oft war der Trend dieser Entwicklung im Laufe dieser Begleitung leider negativ. In den ursprünglichen Entwürfen für dieses Quartier waren noch Mansarddächer vorgesehen und entlang der Lösungsstraße ästhetisch anspruchsvolle, kleinteilige Putzfassaden. Inzwischen sind wir wieder, wie so oft, bei Flachdächern mit Dachbegrünung und Fassadenbegrünung angekommen. Wie die Fassade in den Pflanzen aussieht, scheint abgesehen von der AfD-Fraktion sowieso niemand mehr zu interessieren. Leider, so sieht man es zumindest in den Festsetzungen zur Fassadengestaltung. Beim hier vorliegenden B-Plan wird versucht, den physikalischen Baumassen ein grünes Mäntelchen in Form einer von Fassaden und Dachbegrünung überzuwerfen und damit dann die Anwohner zu beschwichtigen, die sich besorgt um die ökologischen Auswirkungen der Baukörper auf ihr direktes Wohnumfeld gezeigt haben. Dieses Vorgehen bezeichnet man auch als Greenwashing. Um den Nachweis der faktischen Auswirkungslosigkeit der zu errichtenden Baukörper auf die Umgebung zu belegen, wurden dann im Bauausschuss Messungen von Oberflächentemperaturen von Fassadenbegrünungen gezeigt und mit den Oberflächentemperaturen von gut wärmeleitenden Materialien wie beispielsweise Baucontainern verglichen. Oh Wunder, da war natürlich ein signifikanter Unterschied festzustellen, hat aber eigentlich nichts mit dem Problem zu tun. Ich denke, man sollte ja aufhören, den besorgten Anwohnern Sand in die Augen zu streuen. Die Baumassen selbst sind es, die die Sonnenenergie aufnehmen, speichern und an die Umgebung abgeben. Egal, ob vor dem Baukörper noch ein paar Pflanzen hochragen, ranken oder nicht. Entscheidend für die Wärmeentwicklung an die Umgebung ist nicht die Oberflächentemperatur der Fassadenbegrünung, sondern die Wärmekapazität der Baukörper. Und dieser Wärmeenergieeintrag auf die Umgebung wird genau so kommen, wie es die Anwohner befürchten und explizit nicht wollen. So ehrlich sollte man auch gegenüber den Anwohnern sein. Aber auch das Finanzierungskonstrukt dieser Bebauung sollte aufhorchen lassen. Mit der Sanierung des alten Lokschuppens soll Motor Migden ein neues Vereinsheim bekommen. So toll das auch klingt und so sehr ich dem Verein das auch gönne, wissen wir schon jetzt, dass der Verein an diesem Standort die Miete für diese Räume nicht allein bezahlen kann. Demnach ist also bereits jetzt geplant, dass er deutlich über seinen Verhältnissen leben wird. Schon jetzt ist klar, dass die Stadt hier dauerhaft als Mittelgeber für die Mietzahlung des Vereins einspringen muss. In Zeiten von Haushaltssperren, sperrvorhersehbaren Steuereinnahmen und steigenden Asylkosten ist diese Art der festen Kostenübernahmezusage über Jahrzehnte hinweg schlicht unseriös. Denn die dann noch anfallenden Betriebskosten werden ja zusätzlich noch hinzukommen. Und selbst unter diesen Rahmenbedingungen reicht der städtische Zuschuss nicht aus, um die Baukosten über diese Mieteinnahmen wieder einzuspielen. Die Konsequenz ist, dass die verbleibenden Kosten auf die anderen Mieter umgelegt werden. Genauso wie die Kosten, die durch die staatlichen Förderungen für den 15% mietpreisgebundenen Wohnraum nicht wieder eingespielt werden können, werden diese Mehrkosten einfach auf die Mieten der verbleibenden 85% der Wohnungen umgelegt. Da drängt sich dann schon die Frage auf, wer sich diese Mieten bei diesen Wohnungen dann eigentlich noch leisten können soll, wenn neben den ohnehin schon sehr hohen Baukosten der Wohnung selbst dann auch noch die Querfinanzierung für die Mietpreisbindung der Sozialwohnung und die Querfinanzierung für den Lokschuppen auf den eigentlichen Mietpreis hinauf und draufgeschlagen werden. Mit diesen Bauvorhaben und den erheblichen Eingaben durch Anwohner während der Offenlage zeigt sich hier wieder mal deutlich, und da werde ich nicht müde, das immer und immer wieder zu wiederholen, dass der Grundsatz Innenverdichtung vor Außenentwicklung stadtplanerisch langsam an Grenzen stößt. Je weniger innerstädtische Grünflächen noch für eine Innenentwicklung verfügbar sind, desto größer wird der Widerstand der Nachbarschaft, wenn diese Flächen dann auch nur zugepflastert werden sollen. Dieser Grundsatz Innenverdichtung vor Außenentwicklung muss endlich auf den Prüfstand gestellt werden. Zusammenfassend kann ich meine Fraktion festhalten. Wegen der vorhersehbaren zusätzlichen Belastung für den Stadthaushalt auf unbestimmte Zeit sehen wir das Gesamtkonzept für diesen Bebauungsplan kritisch. Aber vor allem wegen des Versuchs, die Mitglieder des Bauausschusses mittels billigster Greenwashing-Methoden hinters Licht zu führen, wird meine Fraktion heute dieser Vorlage guten Gewissens nicht zustimmen und diese ablehnen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Frau Krause.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, zum Gleisbogen an der Hansastraße sind wir jetzt beim Satzungsbeschluss. Ich möchte noch mal sagen, begonnen hat das Verfahren, soweit ich das recherchieren konnte, bereits 2017. Da gab es die erste Aufstellung des Aufstellungsbeschlusses, also eine Zeit lange, bevor ich hier Stadträtin geworden bin. Auch damals schon ist festgesetzt worden, als Ergänzungsbeschluss im Bauausschuss, dass noch zwei Dinge geprüft werden sollen. Da werde ich gleich mal drauf eingehen. Das ist die Visualisierung. Ich habe die mal mitgebracht, die haben wir im Bauausschuss gesehen. Gleich vorweg eine Bemerkung. Ich werde nicht müde zu betonen, dass ich das nicht leiden kann, wenn die Visualisierungen grüner aussehen, als es dann später aussehen wird. Auch das ist hier wieder der Fall. Aber ich wollte mal zeigen, was sich der Investor in etwa gedacht hat. So grün werden die Dächer nicht aussehen. Die Abstände zum Dachrand müssen immer etwas größer sein, als das hier immer dargestellt wird. Und ein extensiv begrüntes Dach ist meistens ein bisschen bräunlicher. Das aber mal so als Ansicht, man kann es hier ein bisschen erkennen, es ist, anders als Herr Laczynski gesagt hat, auch noch ein bisschen Mansarddach vorhanden, so steht es zumindest auch im Rechtsplan, es ist dort, beziehungsweise im Grünordnungsplan, der uns auch gezeigt wurde, es werden hier in den Bereichen zwischen den Eckbetonungen auch Mansarddächer zur Verfügung stehen. Und ich habe das Bild auch deswegen mitgebracht, weil man hier unten schön sieht, den Lokschuppen, der ist schon angesprochen worden. Das Projekt hat den Vorteil, dass dieses unter Denkmalschutz stehende Gebäude saniert werden kann, dass es einer Nutzung zugeführt werden kann. Das ist das Allerwichtigste, wenn es um den Erhalt von Denkmalen geht, dass da jemand drin lebt und ein Hausmeister immer mal nach dem Rechten schaut. Zusätzlich ist etwas noch, was hier nicht dargestellt ist, aber erwähnenswert ist, dass der Investor uns im Bauausschuss auch zugesichert hat, dass auf den Lokschuppen eine Solaranlage draufkommen wird, was ich sehr gut finde, weil das diesen Energieort an einem Bahnhof nochmal schön in die Gegenwart führt. Jetzt sieht man hier mal vergleichend, was sich getan hat. Auch für uns ist aus den Gründen, die Stefan Engel zum Teil schon ausgeführt hat, nicht ganz selbstverständlich, einer solchen Vorlage zuzustimmen. Ich habe mitgebracht, was wir 2020 gesehen haben im Bauausschuss und was jetzt aktuell der Stand ist, den wir heute beschließen können. Ich habe jetzt mal kleine Ausschnitte rausgenommen, die größer sind. Mit Rot immer das, was in der Vergangenheit in der Vorlage war, grün das, was jetzt zur Disposition steht. Es werden mehr Bäume am Ende stehen bleiben und es wird auch insgesamt mehr Grün festgesetzt mit den Vorgaben im Bebauungsplan. Das heißt, wenn hier auf dem Plan ein Baum eingezeichnet ist, dann ist er auch herzustellen. Das ist also nicht nur eine Dekoration, sondern das ist hier eine rechtlich verbindliche Festsetzung. Man kann sehen, wenn man die Seiten vergleicht, dass in dem fraglichen Bereich zur Bestandsbebauung hin deutlich mehr Grün entstehen wird. Des Weiteren gibt es auch mit dem Ziel des Grünerhaltes eine Reduzierung des Baufeldes MU4. Das sieht man hier ganz gut. Es sollte eigentlich bis an die Grundstücksgrenze rangebaut werden, so wie das in Blockrandbebauungen auch eigentlich üblich ist. Man hat darauf jetzt reagiert und gesagt, die großen Bäume, die dort stehen, wollen wir gerne erhalten, hat das Gebäude entsprechend eingekürzt. Auch das ist zwar vielleicht für den einen oder anderen nur eine kleine Veränderung, aber ich möchte es zumindest hier würdigen. Das ist ein Punkt, der mir persönlich besonders wichtig ist. Es stand ursprünglich mal da, dass diese Grünfläche, die dort noch übrig bleibt, als privat gekennzeichnet war. Es ist gelungen, da jetzt eine öffentliche Grünfläche draus zu machen. Auch hier sieht man deutlich mehr festgesetzte Baumpflanzungen sind verbindlich gemacht worden. Und noch ein Detail, auf das ich gerne hinweisen möchte. Die Schraffur hat sich geändert auf der Planstraße. Sie ist jetzt gelb-weiß schraffiert und mit einem V beschriftet. Das bedeutet verkehrsberuhigter Bereich. Ich habe es mit dem entsprechenden Verkehrszeichen mal symbolisiert. Es soll also eine sogenannte Spielstraße werden. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf unseren Ergänzungsantrag eingehen. Wir möchten beantragen, dass die eine Querungsmöglichkeit über die Hansastraße geplant wird. Wir haben es jetzt als Prüfungsauftrag formuliert und ich setze es hier ganz bewusst in die Verbindung mit der Entwicklung des alten Leipziger Bahnhofs. Warum? Hier habe ich mal ein Foto rausgesucht aus der Bürgerbeteiligung zum alten Leipziger Bahnhof. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man dort am rechten Bildrand
einen Zettel kleben. Dort steht Querungen, Ausrufezeichen, Bahnbögen und Richtung Leipziger Straße. Und man sieht auch hier einen kleinen Pfeil. Und das kommt Ihnen jetzt vielleicht bekannt vor. Das ist genau das Plangebiet, was kommen dort liegt. Kommen Sie bitte zum Schluss. Und wir wollen gerne Umwege für Fußgängerinnen und Fußgänger vermeiden. Die beiden Querungsstellen in der Nähe sind etwa 250 Meter voneinander entfernt. Sie können es hier sehen, 7 oder 8 Minuten Umweg zu Fuß. Das wollen wir vermeiden und bitten deswegen die Verwaltung darum, hier Abhilfe zu schaffen. Vielen Dank. So, CDU-Fraktion, Herr Schmidt verzichtet. Dann wären wir bei der Linksfraktion, Herr Wirtz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen, liebe Stadträte, liebe Bürgerinitiative Lösnitzstraße. Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Es ist mindestens das dritte Mal, dass eine überambitionierte Planung des Stadtplanungsamtes hier zurechtgestutzt werden muss. Das erste Mal haben wir das erlebt am Lenné-Platz, dass dort eine Hochhausscheibe dann auch auf Intervention des Denkmalamtes zum Punkthochhaus gemacht werden musste, vom großen Garten und von der Bürgerwiese abgerückt werden musste. Das zweite Mal haben wir es erlebt am Ostra-Vorwerk, wo auch dann mehrere Geschosse im Prinzip zur Erreichung einer gewissen Maßstäblichkeit heruntergestuft werden mussten. Scheinbar hat aber das Umweltamt in der Landeshauptstadt Dresden nicht so viel Biss wie das Denkmalamt. Denn wer sich die Abwägung durchliest, der sieht im Prinzip, wie hier im Prinzip die Kritik aus dem Umweltamt, die vollkommen berechtigt ist. Das Umweltamt ist mit dieser Planung mitnichten zufrieden, mit den Veränderungen nicht zufrieden, wie das im Prinzip vom Stadtplanungsamt schlichtweg wegignoriert wird. Das Stadtplanungsamt mit seinen überambitionierten und überfrachteten Planungen tut dabei den Investoren kein Gefallen, einfach deswegen, weil auch hier bei diesem Plan ja zumindest der Zeitverlust schon eingetreten ist, einer zweiten Offenlage. Aber die Chance, die diese zweite Offenlage und die eine Möglichkeit einer Veränderung dieser Planung gehabt hätte, die ist nicht genutzt worden. Das Umweltamt ist weiter nicht aus irgendwie ökologischen Gründen, sondern aus Gründen der gesunden Lebensverhältnisse der Auffassung, dass dieser Bebauungsplan ein Stück weit entschlackt werden muss und deswegen auch unser Änderungsantrag, dass wir sagen, wir gehen diese Abwägung, die das Stadtplanungsamt gemacht hat, die gehen wir nicht mit. Wir möchten, dass dieser Würfel, da mitten in einem Bestandswäldchen steht, MU3, das Bauteil C, dass dieser im Prinzip entfällt. Die Überverdichtung führt zu einer übermäßigen Erwärmung in diesem Stadtteil. Mir ist schon gesagt worden, für die Verkehrswende wäre das ein sehr günstig gelegenes Viertel. Ja, das ist die Frage, tun wir auch dem Investor hier einen Gefallen, indem wir das so beschließen? Wer viel Geld hat und wer hier wohnen möchte, dies ist ja keine billige Planung, der wird viel Geld brauchen, um hier zu mieten oder zu kaufen, der wird nicht in den Zwickel, in den verkehrsgünstigen Zwickel, also in den Exposés ist ja verkehrsgünstige Lage, es heißt ja nicht, dass ich schnell weg und hinkomme, sondern verkehrsgünstige Lage heißt ja eher, es ist laut und dreckig. Und das ist ja hier Schlesischer Platz, ist ja der luftschadstoffbelastetste die Stelle Dresdens. Und außerdem haben wir im Prinzip den Straßenlärm der vierspurigen Hansastraße und wir haben es gerade auch in der Präsentation gesehen, eine 7-spurige Gleisanlage, die noch dazu führt, dass die Wohnungen gleichzeitig gar nicht natürlich zu belüften sind, sondern über Lüftungsanlagen belüftet werden müssen, weil sonst der Lärm nicht zulässig wäre. Also hier eine Planung, die eigentlich an gesunden Lebens- und Wohnverhältnissen vollkommen vorbeigeht. Das Stadtplanungsamt hat versucht, mit sehr schön gegrünten Präsentationen hier über die Brutalität dieses Entwurfs hinwegzutäuschen. Dabei ist es ja schon gesagt worden, selbst eine beteiligte Planerin, eine Landschaftsarchitektin, hat sich vorgestern in der Zeitung zitieren lassen, dass so eine Planung heute nicht mehr geplant werden würde. Das ist halt das Problem, wenn im Prinzip langsam geplant wird, überambitioniert geplant wird, dass dann an der Entwicklung und auch am Stand des Wissens vorbeigeht.
Es passt nicht dazu, dass im Prinzip aus dem grün geführten Umweltamt, dem grün geführten Stadtplanungsamt solche Bauvorlagen hier kommen, die im Prinzip ja auch nicht, die das Prinzip der Innenentwicklung vor der Außenentwicklung interpretieren mit einer Überverdichtung und dabei den Begriff der behutsamen Nachverdichtung vollkommen ignorieren und vergessen, während im Prinzip aus dem Gebiet der Sozialbürgermeisterin Hitzepläne gemacht werden, was wir tun, wenn die Stadt überwärmt. Nach Überwärmungskarte ist diese Stelle besonders überwärmt. Sie hat im Prinzip 5 Grad mehr als die Umgebung um Dresden herum. Und da schütten wir jetzt noch ein bisschen was dazu. Wir denken, dass auch die Gefahr besteht, dass in so einer Situation mit so einer Überverdichtung am Markt vorbeigeplant wird. Ich habe es schon gesagt, diejenigen, die sich das leisten können, dort zu wohnen, die werden dort nicht anbeißen, weil die Gegend dazu einfach zu ungeeignet ist, es sei denn, es sind absolute Eisenbahnfetischisten, die das dann mögen. Und die anderen werden im Prinzip gar nicht das Geld dazu haben. Insofern unser Petitum, das Einzige ist, es noch zu retten oder es wenigstens ein bisschen verträglicher zu machen, ist es, auf diesen mittleren Block zu verzichten und das Bestandswäldchen mehr Bäume zu erhalten. Folgen Sie bitte diesem Antrag. Ich danke Ihnen. So, damit gibt es weitere Wortmeldung. Herr Schmidt und Frau Krause. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, sage ich doch noch mal kurz ein paar Punkte. Die Debatte lässt irgendwie erwarten, dass es möglicherweise eine Ablehnung dieses Bebauungsplanes geben könnte. Ich will ganz deutlich sagen, wir sind heute hier nie in irgendeinem Entwurfsverfahren, also das auch an Herrn, wie heißt er von der Bürgerinitiative, Herrn Lenk. Es ist nie ein Entwurf, der heute auf der Tagesordnung steht, sondern es ist der Satzungsbeschluss. Wir würden mit diesem heutigen Beschluss Baurecht schaffen. Und wir reden, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber irgendwie Pi mal Daumen um irgendwie 300 Wohnungen, die wir in Dresden dringend brauchen. 320? 220, okay, dann sind es 220. Wenn wir heute diesen Beschluss nicht fassen, dann sind es wieder 220 Wohnungen, die weniger gebaut werden in Dresden. Und ich will daran erinnern, wir werden im Dresdner Norden zahlreiche neue Arbeitsplätze schaffen in den nächsten Jahren. Und die Arbeitsplätze, also die Menschen, die da arbeiten sollen, brauchen auch Wohnraum. Und diesen Wohnraum sollten wir zur Verfügung stellen, wenn die Werke im Dresdner Norden ans Netz gehen. Das hilft uns nichts, wenn wir 5 Jahre später bauen, sondern wir sollten die Wohnungen jetzt bauen lassen. Und der Investor, der hier bauen will, der ist der Einzige, der in Dresden momentan noch etwas tut. Auch das sollten wir als Stadträte, wenn wir Verantwortung für diese Stadt haben, heute hier im Blick behalten. Also alle, die immer nach Wohnraum schreien, sollten hier ernsthaft überlegen, ob sie ihre Hand jetzt oder ihre Abstimmung entsprechend zugunsten dieses Bauvorhabens vornehmen. Und ja, ich noch mal kurz Richtung Bürgerinitiative und Richtung Bedenken, was die Verdichtung angeht. Ich verstehe grundsätzlich die Bedenken. Das Quartier wird nachverdichtet. Aber wenn wir diesen Grundsatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung ein Stück weit auch ernst nehmen, dann ist es halt so, irgendwo muss gebaut werden. Wir sollen halt auch nicht in der Fläche immer weiter ausfranzen. Und wir haben ein Quartier, was extrem gut angebunden ist. Herr Engel hat schon gesagt, wir haben daneben einen Bahnhof, der in alle Himmelsrichtungen die Menschen bringt, egal wo sie arbeiten, egal wo sie hinwollen. Wir haben ÖPNV, wir haben ein gutes Radverkehrsnetz dort in der Nähe. Man ist schnell an der Elbe und ich glaube, das wird ein attraktives Wohngebiet und deswegen aus unserer Sicht heute dringend eine Zustimmung geboten. Vielen Dank. Frau Krause als nächstes. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch mal ganz kurz mich zu dem Änderungsantrag der Linksfraktion positionieren. Es ist natürlich ein gefundenes Fressen, die grünen Beigeordneten hier gegeneinander auszuspielen. Das kann das nachvollziehen, dass es einem da in den Fingern juckt. Allerdings muss ich echt sagen, der Änderungsantrag, der funktioniert halt nur, wenn man zweidimensional denkt. Wenn man dreidimensional denkt, dann funktioniert er nicht. Wenn man auf die Pläne guckt, dann kann man erkennen, dass diese Bäume zur Hälfte mindestens auf diesem Damm wachsen. Das heißt, wenn man grundsätzlich das Projekt umsetzen möchte
und dort diese Verbindungsstraße herstellen möchte, dann bedeutet das, dass dieser Bahndamm in der Form abgebaggert werden wird und mit ihm tatsächlich auch diese Bäume. Das heißt, der Entfall dieses einen Gebäudes wird den Erfolg gar nicht zeitigen, den Sie jetzt in Aussicht stellen. Das heißt also höchstens die Hälfte der Bäume kann dadurch erhalten werden. Und andererseits ist es so, dass dass das Projekt einfach insgesamt gefährdet würde. Herr Schmidt hat dazu jetzt gerade schon was gesagt. Wollen wir Wohnungsbau machen, ja oder nein? Wenn wir jetzt an dieser Stelle des Verfahrens Ausschussarbeit machen, plötzlich noch Änderungsanträge einbringen, 5 Minuten vor Schluss, 1 Minute vor Schluss, dann wird das Projekt gestorben sein und dann werden wir von vorne wieder anfangen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, in den ganzen Sitzungen, die ich mitgemacht habe zu dem Thema, habe ich entsprechende Äußerungen von der Linksfraktion nicht vernehmen können. Deswegen ist es echt schade, dass das jetzt erst kommt. Und ich kann nur davon abraten, dem zuzustimmen. Und ich muss auch sagen, ich bitte darum, dass wir alle nochmal darüber nachdenken, ob wir das Projekt jetzt haben wollen oder nicht. Und würde nochmal eine 3-minütige Auszeit beantragen, um das kurz zu besprechen. So, damit ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet. Ganz kurz wollte Herr Bürgermeister Kühn noch positionieren. Und danach würden wir kurze Auszeit machen. Herr Kühn. Ja, meine Damen und Herren Stadträte, die Frage steht immer, wo wollen wir in der Stadt nachverdichten und wie? Die Kernstadt hat generell Überwärmungsprobleme und ich glaube, die Antwort kann nicht sein, gar nicht mehr nachzuverdichten, wenn wir im Dresdner Norden in den nächsten Jahren 10.000 Arbeitsplätze schaffen werden oder die Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen werden und wir Wohnraum anbieten müssen, sondern die Frage ist, wie man mit dieser Überwärmungssituation umgeht. Und ja, natürlich wird in Präsentationen das ein oder andere nochmal besonders farblich herausgehoben, aber ich will mal sagen, es gibt kein Bauprojekt, wo de facto fast 100% Dachbegrünung stattfindet. Keines der in der letzten Zeit entwickelten Projekte sind übrigens nicht nur Flachdächer, sondern sogenannte Berliner Dächer, also die haben schon eine Neigung und selbst die geneigten Dächer werden eine Dachbegrünung hinbekommen. Es hat sich auch in der Bearbeitung Veränderungen ergeben, dass Baufeld 4 wurde verkleinert zugunsten sozusagen des besonders wertvollen Großgrünbestands, der gehalten werden kann. Es ist so, dass Bäume fallen werden, es werden aber natürlich Bäume auf dem Grundstück und auch in der Nähe gepflanzt und Erholungsräume geschaffen. Ich will nur an die Martha-Frenkel-Straße denken, wo eben kein Parkplatz entstehen soll, sondern eben zwischen Grundschule und Friedhof eben eine Quartiersaufenthaltsfläche, die begrünt werden soll. Also man muss es ausgleichen und man muss mit Bedacht an das Thema rangehen, auch mit Blick auf Fassadenbegrünung, auf dem Energiekonzept, Regenrückhaltung, Stichwort Schwammstadt und so weiter und so fort. Jetzt Anträge zu stellen, die nicht mal im Ausschuss gestellt wurden, zum Ende des Verfahrens, obwohl wir schon mehrere Verfahrensschritte hatten, wo es dann eben entsprechende Ausschussbeschlüsse und entsprechend auch Abwägung gab, finde ich problematisch, auch im Hinblick darauf, dass es in der Tat schon, es wurde gesagt, ein Vorhabenträger ist, der tatsächlich bauen will und der darauf wartet, dass er, und das ist, hat mit Verträgen zu tun, am 15.10. Baurecht hat. Sonst ist die Gefahr, dass dieses Projekt tatsächlich stirbt. Die Frage Radverkehrsanbindung und Fußverkehrsanbindung wird auch im Zuge des Themas Alter Leipziger Bahnhof nochmal neu zu beantworten zu sein. Da werden wir ja auch ein städtebauliches, sind wir ja gerade im städtebaulichen Ideenwettbewerb und dort wird es Verknüpfungen geben. Insofern ist klar, dass der Status quo sich verändern wird. Zum Lokschuppen, das ist ja Teil des Bebauungsplans, ist auch im städtebaulichen Vertrag gesichert. Natürlich wird Motor Mikten nicht die alleinige Fläche mieten können, sondern Teilflächen werden de facto kommerziell vermietet werden müssen, um zu einer Mischkalkulation zu bekommen. Das heißt, kommerziell bemärtete Flächen, die die marktüblichen und Preise aufgerufen werden, um dann sozusagen quer zu finanzieren, das, was Motor Mikten zahlen kann. Und natürlich wird es eine Sportförderung brauchen. Aber es ist natürlich eine Riesenchance, übrigens auch für den Stadtteil, wo es an Sport- und Freizeiteinrichtungen links und rechts fehlt, auch an öffentlichen Spielplätzen, hier
eine Sporteinrichtung und eine Freizeiteinrichtung zu schaffen. Das bitte ich bei der Abstimmung mit zu beachten. Vielen Dank. So, jetzt war noch ein Geschäftsordnungsantrag, Herr Wirz. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, es klang ja schon an, dass die Mehrheit unter Umständen wackelig ist für diesen Bebauungsplan. Wir als Linke wollen natürlich Wohnungen bauen, aber eben nicht wie Herr Kühn überverdichtet, sondern eben in einem vernünftigen Maß, in der behutsamen Nachverdichtung. Um das Projekt nicht scheitern zu lassen, stelle ich hiermit dem eine Chance zu geben und auch im Prinzip allen nochmal die Möglichkeit geben, in sich zu gehen, stelle ich hiermit den Geschäftsordnungsantrag einer Rücküberweisung im Bauausschuss. Also Kollege Kühn sagt nochmal, wenn das heute nicht entschieden wird, scheitert es vertraglich. Das sollten Sie in Ihrer Auszeit jetzt kurz mitnehmen. Ich hoffe, dass wir das kurz halten können und dass wir dann zur Abstimmung kommen.
So, meine Damen, meine Herren, bitte wieder die Plätze einzunehmen, sodass wir mit Beschlüssen fortsetzen können. Es ist beantragt Rücküberweisung in den Stadtentwicklung und Bauausschuss. Dann gibt es zwei Ergänzungsanträge und dann wird die Schlussabstimmung stattfinden. Wer für die Rücküberweisung in den Bauausschuss ist, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 47 Nein, 0 Enthaltung wird damit abgelehnt. Wir kommen dazu dann zu den Ergänzungsanträgen. Wer dem Ergänzungsantrag Fraktion Die Linke zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 39 Nein, keine Enthaltung, damit abgelehnt. Wir kommen zu dem Ergänzungsantrag Bündnis 90 Die Grünen. Wer dem folgen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja, 22 Nein, keine Enthaltung, damit wird das so aufgenommen. Und wir kommen damit über den so ergänzten federführenden Ausschussbericht zur Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um Stimmzeichen. Ja-Stimmen, 25 Nein und 4 Enthaltungen. Wird damit so beschlossen.